haben für diesen politischen Pfadwechsel oder für diesen politischen Richtungswechsel 7 Elemente formuliert, die Bestandteil eines Reformprojektes sein sollen. Und das einerseits mit einer grundlegenden Richtungswechsel verbunden und andererseits mit Sofortmaßnahmen, die wir für geeignet halten, auf diesem Weg voranzugehen. Das erste ist Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Eines der größten Fehler der Großen Koalition, nicht an die Vermögen der Reichen und Kapitalbesitzer ranzugehen. Und für uns ist die Frage Umverteilung überhaupt die Schlüsselfrage für ein Reformprojekt. Ohne Umverteilung wird es keine Spielräume für soziale oder ökologische Reformen geben. Diese Umverteilung müsste darin bestehen, dass wir insbesondere die mittleren und unteren Einkommen entlasten, durch eine Glättung des Steuertarifs, die Steuern auf sehr hohe Einkommen und Erbschaften aber erhöhen. Dass wir gleichzeitig Kapitalvermögen bei der Besteuerung nicht mehr begünstigen wollen, sondern sie Einkommen aus Löhnen und Gehältern gleichstellen. Die Abgeltungssteuer soll abgeschafft werden. Und zur Finanzierung eines Zukunfts- und Investitionsprogramms und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge brauchen wir dringend eine Millionärsteuer. Wir wollen gleichzeitig die Einkommensgerechtigkeit erhöhen, indem wir auch hohe Einkommen begrenzen. In öffentlichen Betrieben sollen eben Manager nicht mehr als das 20-fache des niedrigsten Einkommens bekommen. Und die steuerliche Begünstigung soll auch in der Privatwirtschaft aufhören. Also was steuerlich abzugsfähig ist, soll das 20-fache nicht übersteigen. Zweites Grundelement, wir brauchen dringenden Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge und der öffentlichen Infrastruktur. Wir haben festgestellt, dass 120 oder Bertelsmann hat festgestellt, 120.000 qualifizierte Erzieherinnen fehlen in Deutschland. Und es ist doch geradezu eine Bankrotterklärung, wenn Herr Gabriel erklärt, dass er jetzt die Versicherungswirtschaft zur Finanzierung und Investitionen in die Autobahnen heranziehen will oder sie dazu gewinnen will, weil die öffentlichen Investitionen zu gering sind. Wir brauchen dringend diese 120.000 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher, die tariflich gebunden sind. Wir brauchen ein Programm zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus und von bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in den Ballungsräumen. Wir brauchen eine bedarfsdeckende Finanzierung der Krankenhäuser, die einen Investitionsrückstau von mehreren 100 Milliarden haben. Und wir brauchen eine Verkehrsinfrastruktur, die ökologisch verträgliche Mobilität für alle ermöglicht. Drittens, wir wollen keine Ausgrenzung durch prekäre Arbeit und Lebensverhältnisse. Wir stehen dafür für soziale Sicherheit und Selbstbestimmung. Wir halten das für eines der größten Probleme, dass circa ein Viertel der Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen sind und fast ein Drittel der Bevölkerung in prekären Lebensverhältnissen. Und deswegen wollen wir auch von den Linken hier eine mehrjährige breite Kampagne machen, die solche Lebens- und Arbeitsverhältnisse bekämpft. Dafür brauchen wir eine Definition eines neuen Normalarbeitsverhältnisses und die ersten Schritte, die wir gehen wollen, ist die gleiche Bezahlung plus Flexibilitätszuschlag für Leiharbeit ab der ersten Stunde. Leiharbeit darf nicht zur Lohndrückerei benutzt werden. Wir brauchen einen Burnout-Schutz durch Stärkung der Mitbestimmung bei Arbeitszeiten und Zielvereinbarungen und eine wirksame Antistressverordnung. Wir wollen ein Verbot der sachgrundlosen Befristung durchsetzen und wir wollen das Hartz-IV-Sanktionssystem durch eine armutsfeste, sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzen. Dazu gehören im Übrigen auch soziale Rechte und wir wollen damit beginnen, dass wir eine solidarische Gesundheitsversicherung und eine solidarische Mindestrente wollen, insbesondere beim Rentensystem packt ja die Große Koalition die Senkung des Rentenniveaus nicht an. Dadurch gehen auch die Durchschnittsverdienerinnen in die Altersarmut. Die Absenkung des Rentenniveaus müssen wir dringend verhindern. Viertens, wir wollen die Demokratie ausbauen und Geheimdienste abwickeln.
oder Demokratie entwickeln und Geheimdienste abwickeln. Dazu gehört natürlich die Einführung direkter Demokratie. Auch in europäischen Fragen müssen wir Formen der direkten Demokratie, Volksabstimmungen einführen, um die Entfremdung der Bürger und Bürgerinnen gegenüber der EU und den demokratischen Institutionen, also dem Europäischen Parlament, entgegenzutreten. Aber was wir sofort brauchen, ist, dass die Geheimdienstpraktiken vollständig aufgeklärt werden, dass Whistleblower wie Edward Snowden unterstützt und geschützt werden, dass die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten sofort zu beenden ist und alle Daten- und Geheimdienstabkommen mit anderen Staaten aufgekündigt werden. Und wir wollen, dass die Massenüberwachung der Bürger und Bürgerinnen umgehend eingestellt werden und vom System der des präventiven Sicherheitsstaates abgegangen ist. Fünftens, wir wollen ein Modell der ökonomischen Entwicklung, ein neues Modell, Gerechtigkeit und sozial-ökologischer Umbau. Auch dort sehen wir, dass die Bundesregierung die Energiewende auf Eis gesetzt hat. Für uns gehören zum Elementen eines sozial-ökologischen Umbaus eine soziale und ökologische und demokratische Energiewende, die auf dezentrale Energieformen setzt, in Bürgerhand und mit sozialen Tarifen. Also es muss sozial reguliert und bezahlbar werden, auch für die Menschen mit niedrigem Einkommen. Wir wollen langlebige Produkte gegen Ressourcenverschwendung und Müllproduktion. Und dazu wollen wir die Industrie verpflichten, ihre Produkte so herzustellen, dass sie langlebig sind. Geplante Obsoleszenz, also die einprogrammierte Funktionsunfähigkeit nach einer gewissen Zeit, muss beendet werden. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit, indem mehr in den Kommunen investiert wird und die Binnenwirtschaft gestärkt wird. Sechstes Element, wir wollen Wohlstand und Solidarität in Europa. Dazu gehört für uns, dass unser Modell des Exportüberschusses und der Konkurrenz, des Niederkonkurrierens anderer Länder und der Verarmung von anderen Ländern beendet wird durch eine Stärkung des Binnenmarktes und durch eine europäische Investitionspolitik in strukturschwache Regionen. Wir werden uns im Übrigen auch an den Kampagnen gegen TTIP und andere Freihandelsabkommen aktiv beteiligen. Siebtens und letztens, wir wollen eine Politik des Friedens und des Gewaltverzichtes. Und natürlich diskutieren wir Schritte in eine neue globale Friedensordnung, die natürlich auch ein neues Weltwirtschaftssystem erfordert. Kurzfristig setzen wir uns dafür ein, dass schnell die Finanztransaktionssteuer eingeführt wird und die Ausgaben für Entwicklungshilfe auf 0,7% erhöht werden. Weil wir wissen, dass eben die Kriegsfragen auch soziale Fragen sind. Wir lehnen die Anschaffung von Kampfdrohnen ab und wir sind für ein sofortiges Waffenembargo für alle Konfliktparteien in allen Krisengebieten.